Schweiz ist im Ausnahmezustand. Aber jetzt kommen die Wahrheit an den Tag. Es zeigt, dass wir jetzt am Rande einer epidemischen Welle sind. Das ist ein Klacks im Vergleich zur Grippe. Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Lockdown! Es geht jetzt wirklich ums ernsthafte Überleben von vielen Leuten. Zum ersten Mal ist das Coronavirus außerhalb von Asien von Mensch zu Mensch übertragen worden. Es ist sicher nicht der Moment, wo man jetzt der Schweizer Bevölkerung muss sagen, Achtung, da kommt etwas. Es ist viel zu früh, um solche Aussagen zu machen. Der ehemalige Immunologiedirektor der Uni Bern, der Beda Stadler, redet von einem Hype. Man nimmt an, dass in 2-3 Wochen das wirklich am Peak ist und dann abnimmt. Das heisst, voraussichtlich wird es ähnlich sein wie SARS. Also weniger als 1000 Tote. Und das ist ein Klacks im Vergleich zur Grippe. In der Schweiz gibt es nach wie vor keinen bestätigten Fall vom Coronavirus. Ich möchte an dieser Stelle nochmals betonen, dass es momentan noch sehr schwierig ist, fundierte Prognosen über den weiteren Verlauf des Ausbruchs und mögliche Auswirkungen auf die Schweiz zu machen. Das Bundesamt für Gesundheit hat heute über den aktuellen Stand des Coronavirus informiert. Es ist relativ wahrscheinlich, dass die Schweiz nicht verschont wird bleiben, dass wir wie andere Länder in Europa irgendwann mal in nächster Zeit den ersten bestätigten Fall unter Umständen müssen bekannt geben. Das Coronavirus kommt näher. Norditalien regelt die Städte ab, weil es 2 Todesfälle gegeben hat und in den Regionen Piemont, Lombardei und Venetien über 100 Leute infiziert sind. Es ist also im Moment noch immer keine Gefahr da, dass eine Pandemie ausbrechen könnte. Es ist immer noch sind lokale Probleme. Diese Situation ist bekannt seit jetzt mehr als 6 oder 7 Wochen. Der Bundesrat folgt der Situation ganz genau seit dieser Zeit. Und jetzt haben wir schon aber eine neue Ebene der Situation mit ziemlich vielen Fällen, nicht sehr weit von unseren Grenzen in Norditalien. Jetzt hat das Coronavirus auch die Schweiz erreicht. Ein 70-jähriger Mann aus dem Tessin ist positiv getestet worden. Er hat sich am 15. Februar in der Nähe von Mailand an einer Versammlung aufgehalten. Der Bundesrat verbietet per sofort Veranstaltungen mit über 1000 Personen. Diese Verordnung ist in Kraft seit heute Morgen 10 Uhr. Wir sind davon ausgegangen, dass wir heute noch mit Fans spielen können. Jetzt ist es so, wie es ist. Der Bundesrat hat entschieden. Aber wir müssen das Beste daraus machen. Unsere Spieler müssen ohne Fans die Emotionen abrufen. Aber mir tut es extrem leid für die Fans, weil es wäre ein ausverkauftes Stadion gewesen. Wir müssen uns auf den Fall einstellen, dass der Bann noch länger andauern kann, dass es vielleicht sogar mehrere Geisterspiele kann geben hier im Stade Suisse. Und darum müssen wir uns auf alles vorbereiten. Es gibt den ersten Fall im Kanton Bern. Wie die Behörden mitteilen, ist eine 21-jährige Frau im Spital Biel in Behandlung. Das, nachdem sie vor einer Woche vor einer Reise zu Mailand gekommen ist. Seit dem Freitag gilt in der Schweiz ein Veranstaltungsverbot ab 1000 Personen. Ein Wochenende mag auch die meisten beissen, bei 2 Wochenenden steigen schon mehr aus. Und wenn es nachher länger geht, dann werden wir ziemlich viele Betriebe sehen, die zugehen. Der erste Todesfall wegen dem Coronavirus in der Schweiz. In der Nacht auf heute stirbt eine 74-jährige Frau im Kanton Waadt. Es zeigt, dass wir in der Schweiz jetzt am Rande einer epidemischen Welle sind. Diese Welle wird kommen, sie wird ansteigen, aber sie wird dann auch irgendwann wieder vorbei sein. Wenn Sie über 65 sind und geplant haben, Ihre Geburtstagsfeier nächste Woche zu veranstalten, dann verzichten Sie vielleicht dieses Jahr auf die Geburtstagsfeier. Das Spitalpersonal und die Ärzte sind in dieser Situation besonders gefordert. In Schöpfen gibt es darum jetzt einen Container, wo man einen Coronavirus-Test machen kann. Wahrscheinlich haben viele nicht Corona, aber sie sind ja alle verkältet und viele sind verunsichert. Und darum tun wir einfach das jetzt anbieten, dass vor allem auch die, denen es nicht gut geht, dass wir mit denen schauen können, wie wir sie so unterstützen können. In der Stadt Bern wird es darum gehen, dass die Stadt die ganzen Dienstleistungen von der Verwaltung so lange als möglich kann aufrechterhalten kann. Das betrifft zum Beispiel Wasserversorgung, das betrifft Abfallentsorgung, Stromversorgung, aber natürlich auch Sanität, Feuerwehr etc. Schulen bleiben in der ganzen Schweiz ab dem Montag zu. Veranstaltungen über 100 Personen sind bis Ende April verboten. Restaurants und Clubs dürfen nicht mehr als 50 Leute reinlassen. Grenzen werden stärker kontrolliert. Die Massnahmen, die der Bundesrat heute Vormittag entschieden hat, sind einschneidend.
Wir bekommen sie alle im Alltag zu spüren. Stand heute, um 12 Uhr, sind 10 Mitarbeiter erkrankt. Die sind natürlich in engem Kontakt zu den Patientinnen und Patienten. Und so war es leider nicht zu vermeiden, dass auch sie betroffen sind. Wir nehmen das natürlich sehr ernst, weil unsere Mitarbeitenden ausfallen. Wir haben sie heimgeschickt, zuerst untersucht und dann heimgeschickt. Sie sind jetzt in Heimisolation, durch ihre Krankheit auskurieren. Der Regierungsrat hat das Skigebiet nicht ausdrücklich verboten, offen zu haben. Darum hat man heute trotz der verschärften Massnahmen wegen dem Coronavirus vielen Orten Skifahren können. Einerseits hat man den Bundesrat gehört, der gesagt hat, dass das Skigebiet zutun sollte. Auf der anderen Seite war es in der Verordnung nicht so. Und der Regierungsrat hat dann auch noch mal etwas anderes gesagt, nämlich, dass wir offen bleiben können. Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir schnellstmöglich die Erwartung des Bundesrats erfüllen wollen, im Interesse der übergeordneten Ziele, des Schutzes der Bevölkerung. Und darum stellen die Skigebiete heute Abend den Betrieb ein. Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Die Regelung gilt ab Mitternacht und dauert vorerst bis 19. April. Die Schweiz ist im Ausnahmezustand. Alle Läden, Restaurants, Bar und Coiffeur-Geschäfte und Clubs sind mindestens für einen Monat zu. Der Bundesrat hat heute den Lockdown beschlossen. In Anbetracht dieser Situation und der unberechenbaren Entwicklung ruft der Bundesrat Schweizerinnen und Schweizer, die im Moment auf Reisen im Ausland sind, dazu auf, in die Schweiz zurückzukehren. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten ist sichergestellt. Wir haben die Spitäler aufgefordert, uns alle freien Plätze zu melden. Nicht nur die Plätze, die sie jetzt zur Verfügung haben, wenn sie den Normalbetrieb haben, sondern all die Plätze, die sie können, frei machen können. Und wir haben sie aufgefordert, auf alle Operationen zu verzichten, die nicht dringend nötig sind. Am heutigen ersten Tag, wo die Schweiz abgeriegelt ist, hat das Bundesamt für Gesundheit ein weiteres Mal informiert. 19 Leute sind bis jetzt schweizweit am Coronavirus gestorben. Laut Schätzungen vom BAG sind 2650 Leute infiziert. Im Moment ist der Anstieg der Zahlen so schnell, dass wir auch Mühe haben, alle die Daten einzugeben, für dass wir die Analysen machen können. Wir versuchen mit Volldampf das alles aufzuholen. Ich habe noch ein kleines bisschen Klopapier eben gekauft und ansonsten schon eben noch ein paar Sachen, die sich halt halten. Also in Gläsern, Konserven, aber jetzt nicht übertrieben. Mir macht Angst, wie es aussieht. Das ist schlimmer als der Zweite Weltkrieg, sagen sie. Die ganz Alten. Das macht mir Kummer. Wie sieht es mit den finanziellen Ausfällen aus? Kann man da schon eine Einschätzung machen? In der Gastronomie ist man schon immer ein bisschen knapp dran. Und was die jetzige Situation anbelangt, kommt man vor wie, jetzt muss man mit Knie. Und dann gibt es einfach jeden Tag ein bisschen mehr Belastung drauf und am Schluss sogar, ob man aufstehen kann. Finanziell. Und das macht mir schon Sorgen. Ja. Also mit den neuen Maßnahmen machen wir einfach so, dass wir die Gäste nicht im Restaurant haben, sondern wir versuchen sie zu beliefern. Wir versuchen gemeinsam diese Wirtschaftskrise einfach ein bisschen oder diese Krise an der Corona ein bisschen zu dämmen, indem wir einfach einen Hauslieferservice machen und so können wir auch gewährleisten, dass wir nicht einfach die Übertragungsgefahr haben. Mehrere Länder wie zum Beispiel Italien oder Frankreich haben schon Ausgangssperren verhängt. Droht uns das jetzt auch zu Bern? Wir werden auf Patrouillenpräsenz von der Polizei im öffentlichen Raum, am Aareufer, in den Stadtpark rauffahren. Wir werden die Leute ansprechen, wir werden sie auf die Verhaltensregelungen aufmerksam machen und wir hoffen schon, dass jetzt der hinterste und letzte begriffen hat, um was es geht. Der Bundesrat hat bis jetzt verzichtet, eine komplette Ausgangssperre zu verhängen. Schauen wir zusammen, dass es so bleibt. Das geht aber nur, wenn wir uns konsequent einschränken. Zum Wohl und Schutz der Risikogruppe, aber schlussendlich zum Wohl und Schutz von uns allen. Die Berner KMUs kommen an ihre Grenzen, finanziell wie auch emotional. Schlaflose Nächte haben wir natürlich, weil wir gar nicht wissen, wie wir die Situation bewältigen sollen. Ja, gestern habe ich den ganzen Tag gerannt, oder? Und eigentlich auch meine Geschäftsnachbarn. Oder? Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Wir haben eine Phase, in der wir zu einer guten Qualität verkaufen können, von 3-4 Wochen. Und wenn das nicht passiert, dann ist es Abfall. Wegen dem Coronavirus findet am 17. Mai keine Volksabstimmung statt.
Das hat der Bundesrat entschieden. Stimmbürger können sich nicht richtig eine Meinung bilden, wenn kein Abstimmungskampf stattfindet. Was wir heute erfahren haben aus dem Tessin, ist es wirklich dramatisch. Sie kämpfen jetzt genügend Intensivbettenstationen zu haben. Es geht jetzt wirklich ums ernsthafte Überleben von vielen Leuten. Wir müssen unsere leistungsfähige und starke Wirtschaft künstlich herunterfahren. Das ist außerordentlich tiefgreifend, das ist einzigartig, das wird nachhaltige Auswirkungen haben. In vielen Betrieben steht alles still. Neben den Lebensmittelgeschäften geht auch auf den Baustellen der Alltag weiter. Aber auch die bekommen die neuesten Massnahmen zu spüren über. Wo mit den Abständen zu lang. Manchmal ist es fast nicht zu verhindern auf dem Bau, das ist einfach so. Aber dass man auch mit der Bussen fährt, nur noch zu zweit oder maximum zu dritt. Und beim Essen, dass man dort auch die Staffeln zum Teil gehen essen und dort die Tische auseinandergezogen haben und so solche Sachen. Sie müssen sich an die Arbeitsabstandsregeln und die Hygieneregeln halten. Und Betriebe, die sich nicht daran halten, werden geschlossen. Ich erwarte frühestens nächste Woche, dass die Kurve abflachen wird, wenn sich die Schweizer Bevölkerung weiter so wie seit gestern sehr strikt an die Vorgaben hält. Es ist Wochenende und die Stadt Bern ist leer. Ich habe das Gefühl, wir werden so ein bisschen Füße zurückgeworfen. Und das ist eigentlich auch gut. Aber auf der anderen Seite vergesse ich auch nicht die Leute, die jetzt eben daheim sind, die vielleicht vereinsamen. Ich möchte nicht daran denken, was daheim passiert, häusliche Gewalt und so weiter und so fort. Leute, die durchdrehen. Das Einzige, was es zu genießen gibt, ist die Sonne. Und sonst bedrückte Stimmung. Viel Sorgen, was in den nächsten Wochen wird kommen, auf uns als Gesellschaft. Es sind jetzt 8'000 positiv getestet worden und leider schon 70 Personen verstorben an dieser Infektion. Weiter hat der Bund heute über die grösste Rückholaktion von Schweizer im Ausland informiert. Wenn uns jemand sagt, er sitze auf einer Insel vor Venezuela, ob wir wohl einen Helikopter schicken können, können wir einfach nicht. Also wir stoßen hier auf Grenzen, wo die Erwartungen von gestrandeten Schweizerinnen und Schweizern einfach schlicht nicht erfüllbar sind. Auch wir bei TeleBern sind verpflichtet, die Hygienemassnahmen in diesen Zeiten einzuhalten und soziale Kontakte möglichst zu vermeiden. Ja, es war schon schnell eine Umstellung am Anfang. Also vor allem Interviewgäste zu begrüßen, Hangau und so, das gehört natürlich dazu. Das hat man sich jetzt eigentlich ein bisschen langsam daran gewöhnt. Auch mit dem Stab hier, wo man ja wirklich auf 2 Meter ausfahren kann. Ja, man sieht als Journalist kommen und man berichtet den Tag darüber. Und plötzlich ist man selber mitten drin. Und die Welle hat das selber auch als Betrieb intern erreicht. Wir mussten sofort reagieren. 257 Menschen sind am Coronavirus gestorben. Trotz den erschreckenden Zahlen liebäugelt die SVP mit einer Lockerung der Massnahmen ab dem 19. April. So oder so muss man jetzt Massnahmen planen, Strategie planen, für wirtschaftliche Sanktionen, um zu lockern. Wir sollten sicher nicht zu früh wieder auf normales Leben schalten, sodass die ganze Gesundheitskrise einfach neu von vorne kommt. Auf dem BA-Gelände steht seit heute ein Bus, wo man Corona-Tests machen kann. Für einen Test vor Ort braucht es aber eine ärztliche Überweisung. Man ruft dem Arzt an. Der Arzt hat den Zugang zu einer Software. Die Software wird ihm dann sagen, ja, der Patient, der könnte man, die Patientin, die könnte man zum Testen schicken. Die muss man zum Testen schicken. Und für das sind wir da. Schutzmasken sind im Moment ein rares Gut. Ein Berner Unternehmer will darum seinen guten Kontakt nach China nutzen, um Millionen von Masken zu importieren. Ich habe dort meine Kontakte angegangen. Und innerhalb von einer Woche haben wir schon die ersten 20'000 gehabt und jetzt läuft das so weiter. Ich habe selber ein Angebot bekommen, hat mir die Agentin in Hongkong gesagt, ja du, für 15 Rappen drücke ich dir noch Standards drauf, dann bringst du sie auch über die Grenze. Aber das ist genau das Gefährliche, das sind Masken, wo einfach irgendetwas draufgedruckt wird. Das Drive-In ist seit heute Mittag offen. Pro Tag können dort bis zu 1'000 Tests durchgeführt werden. Ich habe seit 2 Wochen wirklich einen ziemlich aggressiven Husten.
Fieber habe ich auch und einfach so Symptome, wie ich sonst nicht kenne von mir. Weil ich einen mühsamen Husten habe, der über 74 bin. Fast 600 Menschen sind an den Folgen der Corona-Infektion in der Schweiz gestorben. Der Bundesrat will auch noch mehr Geld in die Hand nehmen für die Wirtschaft. Die Überbrückungskredite sollen von 20 auf 40 Milliarden verdoppelt und auch strenger kontrolliert werden. Wir haben 76.000 Bürgschaftsgesuche abgehandelt in einem Kreditvolumen von 14,3 Milliarden. Diese Zahl zeigt, dass das Ende dieser 20 Milliarden bald erreicht werden kann. Wir möchten dieses Programm durchführen, daher Aufstockung um 20. Neben allen wirtschaftlichen Folgen wegen dem Coronavirus steht die Gesundheit der Bevölkerung für den Bundesrat immer noch zu oberst auf der Prioritätenliste. Weil es gibt die, die das Virus mit voller Wucht bricht und ums Überleben kämpfen. Wenn man nachher gesagt bekommt von den Ärzten, euer Mann ist in einem kritischen Zustand, wir wissen nicht, ob er das übersteht. Es kann ganz gut sein, dass er es nicht packt. Und dann ist es noch schwierig, irgendwie so ein bisschen, was ist das Letzte, wo ich mit ihm geredet habe. Manchmal sind das belanglose Sachen und dann würde man vielleicht gerne manchmal noch das eine oder das andere noch mal sagen können. Geht halt nachher nicht, ja. Immer weniger schnell steigt die Zahl der Corona-Infizierten, die positiv getestet wurden. Der Hauptgrund sind die Bevölkerung, die sich zu einem grossen Teil an die Regeln vom Bund halten. Die Aufforderung ist jetzt, bis zum Schluss durchzuhalten, weil wir sind maximal in der Hälfte. Der Bundesrat verlängert den Lockdown um eine Woche bis am 26. April. Dann sollen die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus langsam gelockert werden. Die allermeisten Menschen in diesem Land haben zusammen mit dem Bundesrat den Ernst der Lage erkannt. Sie halten sich an die Distanzregeln und die Hygienemaßnahmen. Sie schützen damit sich selber. Obwohl gerade im Kanton Bern beliebte Ausflugziele wie der Bantiger oder die Uferpromenaden von den Seen vorsorglich zugetan wurden, sind beim schönen Wetter heute sehr viele Leute unterwegs. Ja, man hält es einfach nicht mehr aus. Es ist schönes Wetter, dann hat man frei, Zeit mit der Freundin. Und ja, ich will nicht daheim rumhocken. Ich halte mich insofern an die Regeln mit dem Abstand und so, aber ich kann auf die Natur nicht verzichten. Ich habe ja eher das Gefühl, wenn man in die Stadt geht, ist die Stadt eher leer. Und wenn man in den Wald geht, ist dort, wo man nicht beobachtet wird, hat man das Gefühl, dort sind mehr Leute. Besonders in diesen Tagen würden normalerweise viele Leute ins Gotteshaus gehen. Heuer ist aber alles anders, die Kirchen bleiben leer. Vielleicht kommt Ostern ein neues Gewicht über, weil es so ganz anders ist, als wir uns gewohnt sind. Wir sind uns gewohnt mit grossen Gottesdiensten, Orchestermessen und jetzt plötzlich so das Innere, meine eigenen Überzeugungen von Glauben. Coiffeur, Gartencenter oder Zahnarzt. Am 27. April, also in gut anderthalb Wochen, gibt es erste Lockerungen vom Lockdown. Schulen und Läden gehen erst zwei Wochen später auf. Bevor Läden öffnen, müssen Sie ein überzeugendes Schutzkonzept vorlegen. Und nur so können wir auch mit Schutzkonzepten Branchen langsam wieder mal eröffnen. So rasch wie möglich, aber so langsam wie nötig. Viele fühlen sich unfair behandelt, weil nicht alle zu den Glücklichen gehören, die ab Montag in der Woche wieder dürfen auftun. Es kommen Leute einzu hier rein und wir können das super einhalten. Es wäre kein Problem. Wir können es sogar noch viel besser einhalten als eben jetzt der Grossverteiler. Also für uns wäre es gut gewesen, wenn wir gehört hätten, was zum Beispiel was die Möglichkeiten wären, dann und dann, wenn wir bestimmte Fallzahlen hätten bis zu diesem Zeitpunkt. Also dass wir auch ein bisschen, eben wie sie gestern gesagt hat, das Ende oder das Licht am Ende des Tunnels auch ein bisschen sehen würden. Und das sehen wir jetzt natürlich noch nicht. Für mich als Gastronom ist es natürlich schwierig, damit umzugehen, wie kann ich planen. In der Schweiz ist Schutzmaterial wie Masken und Desinfektionsmittel knapp. Der Bund will jetzt für 2,1 Milliarden Franken solches Material beschaffen und allein für Masken über 1 Milliarde Franken ausgeben. Die Familie Arbenz aus Lies macht in der Wirtschaftskrise in Zeiten von Corona genau mit diesen Mundschützen ein Geschäft. Jede einzelne Kiste, die jetzt hier ausladet, für diese Kisten gibt es schon Abnehmer. Auf wie weit seid ihr schon ausgebucht? Diese Lieferung wird morgen alles weg sein. Die nächsten 50'000 bekommen wir Anfang Mai, die ist auch schon komplett weg. Die nächsten 100'000 Mitte Mai und von denen sind ja schon fast die Hälfte weg. Zusätzlich haben der Bund und der Kanton Zürich zwei Maschinen für die Produktion von FFP2-Masken gekauft. Sie treffen in diesen Stunden
am Flughafen Zürich ein. Es ist nach wie vor nicht empfohlen, eine Maske in normalen Situationen zu tragen. Was empfohlen bleibt, ist wirklich Distanz zu halten und Handhygiene wirklich zu sichern. Seit gestern ist klar, der Bundesrat will keine Schutzmaskenpflicht einführen. Und gleich sind die Schutzmasken das grosse Thema. Seit heute kann man sie im Aldi und im Lidl kaufen. Es ist 11 Uhr morgens und ich stehe jetzt hier vor dem Lidl in Holligen. Masken gibt es aber hier schon keine mehr. Masken haben eine wichtige Berechtigung. Nämlich die Leute, die krank sind, die sollten eine Maske tragen. Die sehen alle anderen, dass sie krank sind. Also, es ist ähnlich wie beim Impfen. Man tut sich impfen, damit man andere nicht ansteckt. Heute ist der erste Tag, wo es im Lockdown Lockerungen gibt. Gartenzentren und Baumärkte zum Beispiel haben wieder auftun. Und das hat die Leute in Scharen in die Läden gelockt. Ich habe schon gedacht, dass es eine längere Zeit gibt, um zu warten, weil sicher nicht nur ich oder wir das Bauhaus weiss schnell. Ich bin hier am Wohnwagen renovieren und ich muss Material haben. Wir sind froh, dass wir wieder können. Ja, es hat anfangs Strub ausgesehen, unsere Blumenkistchen und auch um das Haus herum. Mir geht es nicht rein nur um Pflanzen oder dass ich meine persönlichen Bedürfnisse befriedigen kann, sondern ich finde es Zeit, dass es vorwärts geht. Nächste Woche treffen sich National- und Ständeräte zu einer außerordentlichen Session. Und die braucht auch außerordentlich viel Platz. Im Moment werden die grossen Hallen auf dem Bern Expo-Gelände zu einem temporären Bundeshaus umgebaut. Das ist wirklich weniger Charme als im Bundeshaus. Aber das Wichtigste ist, dass wir effizient sind. Am 11. Mai macht die Schweiz einen zweiten grossen Schritt zurück Richtung Normalität. Früher als erwartet dürfen alle Läden, Restaurants, Märkte und zusätzlich auch Museen und Bibliotheken wieder öffnen. Wir gehen weder leichtsinnig noch übervorsichtig vor, sondern wir bleiben realistisch. Wir öffnen nicht überstürzt, sondern Schritt für Schritt. Der Bundesrat hat den Nachmittag entschieden, dass Grossveranstaltungen bis sicher Ende August verboten sind. Für die Region Bern heisst das, Gurten, Lake Life, Seaside Festival und Co. sind abgesagt. Dort haben wir wenigstens Klarheit und Rechtssicherheit, dass das abgesagt ist, was ja vorher sehr unklar war, aber es war absehbar. Und wir haben nun daran geglaubt, dass 80'000 Leute auf dem Hausberg werden feiern diesen Sommer. Und jetzt kommen langsam die Emotionen, die es schwierig machen. Jeder Gast muss auch seinen Namen und seine Telefonnummer hinterlegen. Das ist Teil des neuen Schutzkonzepts für die Gastrobranche. Ich kann mir schon vorstellen, dass es weniger Leute gerne, dass es viele Kunden nicht gerne machen würden. Für uns ist es kein Problem, dass wir die Daten selbstverständlich auf in die Resort tun und einschliessen. Aufschnaufen auch bei den über 65-Jährigen und der Risikogruppe. Ab dem nächsten Montag dürfen sie sich wieder normal bewegen. Das kündigt heute der Bundesrat an. Wir können uns freuen. Ich glaube, das, was kommt jetzt, ist eine erfreuliche Phase gegenüber was wir seit Mitte März gekannt haben. Aber wir müssen auch vorsichtig bleiben. Sie halten nichts von den Corona-Regeln. Das haben sie heute lautstark auf dem Bundesplatz kommt an. Rund 500 Leute haben gegen Lockdown demonstriert, obschon genau das im Moment verboten ist. Sie fordern, dass sämtliche Massnahmen aufgehoben werden. Mir denkt, es ist eine vollkommene Hysterie, was hier abgeht im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es ist schon längstens bewiesen, dass es keine medizinische Grundlage gibt für die Massnahmen, die wir hier haben. Hey, wir haben einen Lockdown. Wir sollten Stand-up, oder? Und Lockdown heisst abschliessen. Wenn wir uns abschliessen, bis woher? Und wenn eine zweite Welle kommt, was ist das, die zweite Welle? Die zweite Welle ist da.